Gesellen. Der nächste Teil. Wir müssen aber eine Akula abliefern. So. Ach, wir müssen. Ja, toll. Also, da kommst du in die Basis rein, dann wirst du wieder instant rausgeschmissen. Oh Gott. Brauchen wir ein Auto. Markus ist schon wieder irgendwie halb unterwegs. Ja, ich war direkt wieder draußen und war alleine. Ja, ja, weil wir reingekommen sind. Warte, wir treffen uns bitte irgendwo, das... Okay, hier vorne bei der Tankstelle, ich halte hier nochmal. Ja, ja, wir kommen rüber. Ich habe ja meinen Kuruma mit dabei. Ich denke, das ist die... Ja, wir fahren mit einem Auto rein. Was bringt jetzt nichts, mit zwei Autos da rein zu fliegen? Oder? Sollen wir mit zwei Autos rein? Mir ist es Wurst. Dass wir mit einem Kuruma fliegen können. Hä? Ich wusste nicht, dass ein Kuruma fliegen kann. Das wirst du gleich sehen, dass er kann. So, auf geht's. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir haben ja manche Missionen schon doppelt dreifach gemacht, aber das ist ja zum Beispiel auch ziemlich Neuland für uns. Ist nur ein bisschen schade, dass die Missionen alle kein Geld bringen. Ja, die Frage ist, ja, ich weiß nicht, wie viel es ist, was es am Ende bringt. Gucken wir einfach mal. Ja, ein bisschen schade, aber gut, wir haben ja jetzt wieder eine Million bekommen. Man kommt ja immer zum Monatsersten eine Million aus dem Store. Kostenlos dazu, bis das Spiel auf der PS5 erscheint. Na gut, wir haben jetzt Ostern gerade mal, da ist die erste Million raus. Wenn die Folge rauskommt, haben wir schon die nächste Million. Weil ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, sind wir jetzt 10. Mai, 11. Mai, irgendwie so ein Dreh rum. Und dann merkt er, wie viel wir vorbereitet haben bisher. Also ist dein YouTube-Kanal ist erstmal gut versorgt. Vor allem mit GTA, ja. Ja, GTA läuft immer, ja, aber... Müssen ja auch die anderen Projekte, müssen ja auch noch, gerade wenn ich jetzt die OP habe und wirklich eine Woche ausfallen sollte, will ich da halt ein bisschen was vorbereiten. Ist halt schwierig, wenn man, ich krieg halt zwei Zähne gezogen und da wird halt sehr schwierig sein mit dem Quatschen. So wenige Tage danach. Ach, du kannst in den Hauptangang rein, okay? Ich wäre rübergeflogen. Er hat doch gesagt, wir haben Zugang. Über eingeschränkten Zugang, ja. Ja, wie bei Yvonne. Oder Yvonne? Ich glaube, bis hier wirst du, glaube ich, in Real Life gar nicht kommen. Wo müssen wir denn hin? Hier rechts rein durch oder was? Ja, ne? In den Turm. Ja. Mal die Waffen weggesteckt lassen. Wir müssen uns auch beeilen, weil irgendwann fliegt unsere Tarnung auf. Ja, ich sehe es gerade, und die läuft die Zeit runter. Ich glaube, hier kommst du sogar nur. Weiß ich nicht, ob du hier im Story-Modus hinkommst, aber du kommst, glaube ich, nicht weit. Du kriegst nämlich, glaube ich, die Minigun im Story-Modus. Ich hab's mal geschafft, mit Michael bis hochzukommen, aber nicht weiter. Weil dann oben standen sie schon mit den gezogenen Waffen und haben sich da ein bisschen gewehrt. Wie gibt's das denn? Was nicht? 4, 5? Hey, you do know there's an elevator, right? Ernsthaft? Die sagen gerade, gut, es gibt einen Aufzug. Na, egal, ein bisschen Sport ist immer gut. Noch weiter nach oben, okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit wir sind schon mittlerweile, ne? Jetzt sind wir oben. Wie viel haben wir?
Gott. Jetzt geht's weiter, oder? Nee. Markus, hast du das Ding schon aus? Ja, ich hab den Download gestartet. Okay. Na super. Hier geht's hoch, Baby. Weiß nicht, wo du jetzt ran musst. Aber ich mach. Achtung, wir haben Feinde. Steht in der Cooler. Komm, der nächste, pass auf. Aufzug runter. Ist vielleicht einfacher, als mit dem Aufzug runterzufahren, als mit dem... Ich bin schon ganz unten. Wie bist du so schnell hier runtergekommen? Gestorben. Ach, also du bist es ja, der gerade vor der Nase weggeflogen. Ich ja. So. Wow! Schnell wieder einsteigen hier. Baby ist schon gestorben. Baby, bist du im Gebäude oder wo bist du? Nein, die sind unter dem Auto gestorben. Okay. Gut, wir haben ja Gott sei Dank, aber das ist leider, wir haben Gott sei Dank kein Teamlimit. Kein Teamlimit, das heißt immer wieder spawnen die Leute neu. Ja, sehr gut. So, wo muss ich jetzt hin? Wo ist der Akku da? Ich würde spontan fast sagen, in dem Hangar hier. Oder da, wo das Haar ist, würde ich mal vermuten. Oder? Das Haar? Nee, der nein. Ist komplett woanders. Das Haar ist doch Raubüberfall-Ding. Nein, oh. Nein. Ich hab eine Linie gemacht, der ist komplett woanders, der ist. Ja. Auf der okay, schon ach gut, da hinten, ja. Okay. Ich muss erstmal nur die Ausfahrt hier wieder finden. Die jetzt, glaube ich, links, ja. Es war wahrscheinlich gar nicht so doof, mit dem gepanzerten Auto zu fahren. Das macht's ein bisschen einfacher. Bis die Panzer kommen. Ja, hier zu links, genau. Dann raus. Aber wir haben nur 2 Sterne. Ich glaube, in Real Life würdest du gar nicht hier auf das Gelände draufkommen. Oder geschweige denn überhaupt in die Nähe. Ich habe mal ein Video gesehen auf YouTube, da wurden schon Leute auf dem Fahrrad weggehascht in der Wüste, weil sie in der Nähe von Area 51 irgendwo rumgeradelt sind, in der Wüste. Was heißt weggehascht? Die wurden weggeschossen, oder sagt ihr was? Nein, die wurden, kamen sie hier mit so einem Pickup und hier, bevor wir euch, ne, bevor was passiert, solltet ihr lieber umdrehen und woanders hinfahren. Ja, klar, du, wie gesagt, ich sag ja gerade, du kommst überhaupt nicht in die Nähe von dem Gelände. So nach dem Motto, und zweites Mal warnen wir euch nicht. Die waren nicht, die sind da wahrscheinlich ganz schön, ja gut, das sind absolut top secret Regierungsdaten und alles. Da wird sehr schwierig werden. In die Nähe zu kommen. Ich habe mal Lester angerufen gehabt, damit die Cops mal weg sind. Und ich versuche das Gelände zu stören, machst du auch nur einmal.
Motorradfahrer, Motorradfahrer! Oh Gott. Du hast gegen die oberste GTA-Regel gerade verstoßen. Eieieiei. Deine Bremsen sind nicht gerade geupgradet, hä? Doch, eigentlich schon. Das Auto ist eigentlich auf der höchsten Stufe aufgebaut. Sollte zumindest. Vielleicht muss ich nochmal reinfahren in die Garage, aber eigentlich sollte der auf der höchsten Stufe sein. Was hast du gesagt vorhin? Hä? Du hast gerade gegen die oberste GTA-Regel verstoßen. Was habe ich gerade gemacht? Ja, jetzt. Aber der erste Motorradfahrer vor der Kreuzung, der war, den hast du mit Absicht verfehlt. Ja, weil ich dann den Crossover auf die nächste Straße nicht mehr. Ja, sagt man dann. Weißt du, nur Ausreden wieder. Ja, wie bei dir im Schlafzimmer. Ha! Hä? Gut, dass du nicht weißt, wie es bei mir im Schlafzimmer abgeht. Will ich auch gar nicht. Ist auch gut so, das darf auch keiner, sollte auch keiner wissen. Das sind auch Dinge, die gehen niemandem irgendwas an. Ich kann mir schon deine Freundin vorstellen, mir in der Grund so, was reden die da? Was zum Teufel? Keine Ahnung, die pennt wahrscheinlich noch. Ach so, okay. Das ist schon mal ein Hinweis dafür, wie es läuft. Nö, die ist extrem lang. Die ist Langschläferin tatsächlich. Ich bin immer ein bisschen weit früher wach. Oh, irgendeiner hat den Tank da hinten angeschlossen. Keine Ahnung. Scheiß Kamera da drin. Ich dachte schön, dass du da. Dass du damit schießen kannst, aber kannst ja nicht. Gut, Schüttelikopfsaft sollte jetzt mit dem Heli kein Problem sein. Ich kann schießen mit irgendeiner Bohrkanone. Also das ist halt mit vorne, ne? So. Markus, das ist ein Helikopter und kein Haifisch. Ja. So, wir sind immer noch schön zu dritt auf dem Server. Ach ja. Ja, viel Fahrerei und viel Fliegerei und so. Und morgen wieder rennen, Kev? Ja. Die vorletzte Rennen der Saison. Ich habe heute Abend 2 Stück. Ich werde mich wahrscheinlich heute nachher noch vor den Fernseher hängen, dann gucke ich Fußball den ganzen Tag. Meine Freundin wird dann nachher auch zocken mit dem Nachmittag und dann heute Abend
hat der Sänger von ihrer Lieblingsband Livestream und alles drum und dran, wo sie dann davor hängt und so. Ja, das ist gut. Formel 1 ist ja jetzt wieder nächste Woche, die in der Real, zumindest Real. Mhm. Ja, Donnerstag, ich weiß nicht, wie die bei Disconnector gewertet werden, ob sie überhaupt gewertet werden, wahrscheinlich nicht, dann bin ich 9. Da ist die Strategie voll aufgegangen mit der 1-Stop, weil die hinter mir nochmal beide in der Box waren. Da habe ich dann noch 2 Plätzchen gewonnen. Aber ich war auch müde an dem Tag, also ich habe echt genug zu tun gehabt. Ja, musstest aber auch irgendwie 2-mal die Lobby neu starten, ne? Ja. Ja, das erste Mal war, weil Leute nach... Weil die Leute nachgejoint sind dann, das ging dann auch nicht, da musste man nochmal da neu starten. Die anderen 3-mal so mussten wir sogar. 2-mal hat er es nämlich vergessen, hat er dann nämlich das Getriebe auf Automatik gestellt. Nicht auf Automatik, auf manuell gestellt und ich kann halt, ich bin dann mit dem Schalten schwierig. Und dann haben wir es nochmal neu gestartet und so. Ja, und dann lief es halt dann irgendwann. Aber ich, wie gesagt, ich war auch einfach müde, deswegen lief da so persönlich für mich gar nichts zustande. Ich habe halt an dem Tag hatte ich um 10 Uhr Fahrstunde, dann meine Führerscheinprüfung. Dann hatte ich abends noch einen Arzttermin und dann abends noch der Stream. Kannst du mal aufhören, mich zu begatten hier?